Guten Morgen, heute ist Tag X oder auch was weiß ich denn, Tag keine Ahnung. Tag 5. Sabine übernimmt das Wort. Ach, ich übernehme das Wort. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, Tag 5, ne? Wie Micha schon gesagt hat, unser Frühstück steht wieder in wundervoller Natur. Am Strand war es uns jetzt gerade zu windig, deswegen lassen wir uns hier nieder. Es ist ein extra Grillplatz, riesiger Parkplatz dran. Und nicht nur heute Morgen zu früher Stunde ist der Parkplatz fast leer. Auch gestern, als wir angekommen sind, gegen 5. Immer leer. Also wenige Leute, ganz wenige Leute. Ab und zu mal jemand mit Hund. Ja, heute Morgen 6:30 sind wir schon im Meer gewesen zum Baden. Ach ja, am genau, Strand ist eine Dusche, wo man sich auch gleich wieder abspülen kann. Hier sind Toiletten. Wirklich top organisiert alles. Genau. Rechts von uns ist das Naturreservat, aber links von uns ist es schon nicht mehr. Also da kann man dann auch über Nacht vielleicht mal sein Zelt aufstellen. Direkt in den Dünen geht das. Wunderbar. Und die Heringe gehen so schön leicht in den Boden. Gehen auch wieder so schön leicht hinaus. Und wir frühstücken jetzt erstmal. Bis später. Ja, jetzt mitten im Wald hier sind wir an dem UFO-Monument vorbeigekommen. Das wurde zum Gedenken an eine UFO-Sichtung gebaut. Das heißt, am 18. Mai 1946, so steht es hier zumindest, hat ein Schwede ein UFO gesehen hier, eine Sichtung gemacht. Daraufhin hat er irgendwie eine Eingebung und hat eine Firma gegründet. Da hat er, glaube ich, irgendwie Nahrungsergänzungsmittel verkauft mit Blütenpollen. Und das hat ihn weltweit so erfolgreich gemacht, dass er damit zum Millionär wurde. Und zurückzuführen ist es angeblich auf die UFO-Sichtung von ihm. Und so sah das wohl aus. Schön hier, mitten im Wald, ganz ruhig. Und das ist die Sabine, die sucht schon wieder Steinpilze. So, jetzt heißt es wieder kräftig in die Pedale treten. Ich habe die Hand zum Schalten nicht frei, weil ich die Kamera führe. Wir sind hier in Engelholm. Umrunden gerade das Zentrum so ein bisschen. Es ging über einen Campingplatz, vorher durch den Wald. Super schöne Fahrradstrecke hier. Macht Spaß zu fahren, die Sonne scheint, leichter Wind. Und Sabine parkt. Sabine macht noch ein Foto für die Komoot-Community. Jo, und danach geht's dann weiter. Ja. Traumhaft hier, oder? Allein schon diese Wölkchen, leichte Seebrise. Vor uns hier auf der Wiese haben wir so ein komisches Gebilde entdeckt. Wir vermuten, dass es vielleicht irgendwie vom Midsommerfest noch ist, so wie bei uns der Maibaum, dass das hier mal mit Blumen geschmückt war und dass hier dann getanzt und gefeiert wurde. Ihr wisst sicher mehr. Ihr kennt Schweden wahrscheinlich besser als wir. Welchen Brauch das hat oder welche Sitte, schreibt es mal bitte in die Kommentare, dann sind wir ein bisschen schlauer. Weil hier steht doch kein Schild, was es sein könnte oder so. Keine Ahnung. Aber ihr helft uns bestimmt. Ihr seid ja eh die besten Zuschauer. Okay, das sind definitiv getrocknete Blumen. Das wird wahrscheinlich vom Midsommerfest sein. Zumindest unsere Vermutung. Wir sind jetzt kurz hinter Engelholm. Irgendwo da oben geht der Radweg lang, der Kattegat-Läden. Und da gehen wir jetzt auch wieder hin, da stehen nämlich unsere Räder. Das fährt sich so schön hier, auch wenn wir gerade ein bisschen Gegenwind haben. Aber die Straßen, die sind so frei. Vielleicht alle halbe Stunde mal ein Auto. Vor uns direkt das Meer. Es geht wieder runter an den Strand.
Ja, Leute, wir befinden uns hier in Bjergarden oder wie auch immer man das aussprechen mag. Verzeiht mir, mein Schwedisch ist nicht so perfekt. Jedenfalls ist hier so ein altes Dorf aus der Bronzezeit. Und oben auf dem Hügel hier befinden sich Hügelgräber. Die sind schon ziemlich alt. Und hier war früher mal eine Siedlung. Wir wollten uns das gerade aus der Nähe anschauen, aber da auf der Wiese kamen wieder die Kühe angelaufen. Da haben wir mal in den Alpen ganz böse Erfahrungen mitgemacht. Und da haben wir dann erstmal einen Rückzug angetreten und den Kühen den Vortritt gelassen. Man weiß ja nie, wie sie so reagieren. Ja, die Mittagspause haben wir direkt unten am Strand verbracht in, keine Ahnung was, wie hieß es? Sabine weiß es immer. Meistens. Manchmal. Tokelo? Ja, ich sag mal. Irgendwie so Tokelo. Tokelo. Ja. Klingt so brandenburgisch, aber. Ja, genau, wie Tokelo. Genau, und da haben wir schön am Strand gelegen, erstmal ein bisschen gechillt und was gegessen. Und jetzt geht's weiter. Also der Kattegat-Läden ist für meine Verhältnisse bisher sehr anspruchsvoll. Das geht richtig rauf, richtig runter immer, aber landschaftlich toll. Immer kleine Hügel, kleine Steigungen, sind nicht so 10 Kilometer rauf, wie wir es manchmal gewohnt sind aus anderen Regionen. Hier sind die Hügel vielleicht 500 oder 1000 Meter lang, die Steigungen, dann geht es wieder ein bisschen runter, dann kommt der nächste Hügel. Sanft geschwungene Landschaften. Sabine, ja, möchte auch was aber sagen. Aber für den Küstenradweg ist er doch eher hügelig. Hügelig, ja. Hügelig. Auf geht's. Mal schauen, wie er sich weiterentwickelt. Ja, nach jeder Auffahrt kommt noch eine Abfahrt und die hier ist wunderschön. Super steil geht's runter, vor uns direkt das Meer. So mögen wir das. Selbst der Wind kommt von hinten. Wieder mal ein schöner Badestrand. Es gibt sicher weitaus schlimmere Campingplätze. Die Lage ist schon schön hier. Der Strand gehört uns wieder ganz allein. Direkt hinter dem Wäldchen hier ist wieder ein Toilettenhäuschen mit Sanitäranlagen. Einfach perfekt. Ja, danke schön, dass ihr uns wieder begleitet habt. Heute ist Tag 5 jetzt zu Ende. Im Hintergrund geht die Sonne langsam unter. Wir gehen gleich ins Bett. Wir sind ziemlich geschafft. Es war wieder ein stetes Auf und Ab heute. Also wir haben uns doch eher an eine Gebirgstour erinnert gefühlt als an einen Küstenradweg. Also ist nicht ohne, aber ja, wir sind tapfer. Noch sind wir auf dem Weg nach Norden. Ja, morgen früh sehen wir uns wieder. Bis dahin, gute Tschüss, Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Ja, wir haben wieder traumhaft geschlafen in so einem kleinen Wäldchen hier hinter uns. Micha kann es euch ja mal zeigen. Eigentlich haben wir fast direkt am Strand geschlafen. Naja, die Location habe ich ja gestern schon aufgenommen, habt ihr ja gesehen. Ach so, wir waren auch schon im Meer heute Morgen. Ich allerdings nur wieder bis zum Po. Ist doch kalt, ne? Also es ist so die Schmerzgrenze am Bauch. Aber Micha war ganz tapfer, ganz drin, mit Kopf und allem. Also kurz über den Scheitel unter Wasser. Das Problem ist nur, das Wasser scheint ein bisschen streng zu riechen oder so. Sei es eben, umkreisen mich hier die Fliegen. Aber vielleicht hat es auch andere Gründe, wer weiß. So, kleine Wäsche haben wir eben auch gemacht. Ne? Muss ja unterwegs auch mal sein. Aber mit den ganzen Toilettenhäuschen und dem Frischwasser, da ist das auch gar kein Problem. Und jetzt geht's auf Tour. Ja, jetzt geht's auf alle Fälle nach Halmstad. Heute haben wir es endlich geschafft bis dahin. Oder schaffen wir es endlich. Und dann mal schauen, wie weit es danach noch geht. Ja. Bis dann. Bis später mal. Ja, der Kattegat-Läden führt uns jetzt so ein bisschen durch die Wälder hier. Ganz offene Wälder alles. Mit Kiefern, viel Moos und Flechten. Ja, typisch Schweden halt. Thank you.
führt uns aktuell nach Helmstad. Das scheint wieder ein ziemlich großer Ort, sehr großer Ort zu sein. Wir rollen schon die ganze Zeit durchs Industriegebiet. Ein Einkaufszentrum und eine Fabrik neben der anderen. Mal schauen, wie das Zentrum ausschaut. Wird bestimmt sehr hübsch werden. Hier im Moment ist es relativ laut, weil wir direkt an der Schnellstraße gefahren sind die ganze Zeit. Das wäre für unsere Zuschauer. Ich finde das ja total sehenswert. Naja, also das ist halt der Weg, der jetzt ins Zentrum von Helmstad führt. Es geht schon seit, weiß ich nicht, 5 Kilometern Richtung Zentrum. Ein paar Kilometer sind es immer noch. Helmstad ist wirklich groß. Ja, aber ich bin mir sicher, dass das Zentrum noch einiges kulturell zu bieten hat. Wir schauen uns dann mit euch mal um. Wir nähern uns dem Zentrum. Das ist wieder so typisch Schweden hier. In der Innenstadt hört man kein Auto. Viele Fußgänger, Radfahrer, viel Wasser. Einfach schön hier. Ja, wir fahren jetzt mal eine Runde hier rum. Und hier ist gerade das Swedish Master, ein Tennisturnier. Mitten in der City mit großer Tribüne. Wir schauen uns das mal kurz an. Guten Morgen! Guten Morgen! Dieses gleichzeitig Absprache für gestern, also gute Nacht, Leute. Gute und Nacht. Gleichzeitig Begrüßung für heute, Tag 7 in Schweden. Guten Morgen! Wir sitzen auf dieser kleinen Felsinsel in Steninge. Da kommt man über so eine Mole hin. Wunderschön hier. Also gestern war hier rappelvoll. Alle Felsen voller Menschen. Naja, heute voll Morgen. Relativ. Heute Morgen ist es etwas ruhiger, aber auch kühler. Wir waren trotzdem schon schwimmen im Meer. Herrlich, wenn die Luft die gleiche Temperatur hat wie das Wasser, ist die Überwindung auch nicht so groß. Ja, gestern haben wir uns dazu entschieden, hier einfach noch einen Badetag zu machen. Deswegen haben wir da auch nicht mehr so viel gefilmt. Wir sind relativ viel an Landstraßen gefahren. Da hatten wir dann keinen Bock mehr drauf und haben gesagt, gut, das bleiben wir hier am Strand. Hier ist schön. Ja, sind wir abends oder nachmittags noch schön schwimmen gegangen. Heute Morgen waren wir auch schon wieder im Meer. Herrlich. Ja, und jetzt geht's frisch und entspannt weiter in die nächste Etappe. Bis dann! Bis später! An solchen schönen Plätzen nehmen wir für gewöhnlich unser Frühstück ein oder überhaupt unsere Mahlzeiten. Sabine frühstückt heute mit Helm. Ja, sonst habe ich die ganze Zeit meine Haare im Mund und das schmeckt nicht. Der Wind weht hier ganz schön kräftig. Wir sitzen zwar noch gut windgeschützt hinter diesen ganzen Hecken, aber es gibt wieder unser obligatorisches Müsli und frischen Kaffee dazu. Wohl bekommt's.
Ja, ganz typisch für Schweden sind auch hier diese Briefkastensiedlungen. Das heißt, die Post hat es da nicht so weit, weil die ganzen Häuser oder Hütten liegen ja verstreut durch den Wald. Da braucht der Postbote nur vorne an der Straße alles einsortieren. Ja, und wir haben es ganz schön windig gerade. Kommt von vorne, könnte Gegenwind sein. Ja, an der Strandpromenade ist ganz schön was los. Wir befinden uns jetzt hier in, keine Ahnung, irgendein größerer Ort auf jeden Fall. So, der Ort, in dem wir uns jetzt befinden, heißt übrigens Falkenberg. Falkenberg ist sowas von entspannt im Vergleich zu Halmstad, wo Falkenberg auch sehr groß ist. Aber quasi hier die ganze Innenstadt ist, wo wir sind, so gut wie menschenleer, autoleer, nichts los. Einfach schön zum Fahren. Leute, ich komme hier echt in Versuchung, ja, diesen schönen Garten mal zu gucken, ob schon irgendwo ein paar Samen an den Blümchen sind, die ich mit nach Hause nehmen kann. Verrückt, ne? Aber das, ja, ist so ein Hobby von mir, neben dem Fahrradfahren, ne? Garten, Blümchen. Möwenalarm. Hier direkt am Ufer haben wir erstmal schöne Pause gemacht, ein bisschen was gegessen. Die obligatorischen Brötchen mit Käsecreme und Gurke und Schnittkäse. Ein paar süße Teilchen gab es noch hinterher. Zimtschnecken, Vanilleschnecken und einen Blaubeerkuchen. Ja, Sabine sagt gerade, wir fahren eigentlich nur nach Schweden, um zu essen. Das Essen ist auch wirklich lecker hier. Ja, und jetzt geht's erstmal weiter. Der Wind pustet schräg von hinten, was ganz angenehm ist. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, wir haben die Regenjacken wieder angezogen, aber mit dem schwedischen Wetter kennen wir uns noch nicht so gut aus. Also es war wieder mal nur so ein Platsch, ne? 2-3 Minuten. In denen wir die Regenjacke angezogen haben. Jetzt ist schon wieder vorbei und wir ziehen uns gleich wieder aus. Genau, der Reißverschluss ist kaum oben, hat es aufgehört zu regnen. Ja, das machen wir öfter mal die Tage. Schön ist es trotzdem. Gute Nacht und guten Morgen. Gute Nacht und guten Morgen, genau. Hallo ihr Lieben. Ja, ich glaube, wir sind hier gerade vor Pippi Langstrumps Haus gelandet. Zumindest sieht das so ein bisschen aus hier so
Da guckt ein Pferd hinten raus und ja, diverse andere Tiere. Ja, kleine Farm. Ja, unsere gestrige Tour hatte relativ spontan geendet. Wir haben einen schönen Platz gefunden, wo wir zelten konnten. Naja, was heißt schön? Es war ein Stellplatz für Camper und Wohnmobile. War relativ klein, das Ganze direkt am Meer. Hatten Toilette, Dusche dabei. Das war okay, wir waren geschafft. Ja, ja, aber ich würde es nicht nochmal machen. Also die Camper-Stellplätze sind nicht so der wirkliche Hit. Der Boden ist halt steinig festgestampft und mit den Heringen kommt man da nicht so ganz gut zurecht. Und ja, nee, ich fand es auch nicht so ganz toll, zwischen den Campern zu stehen. Nächstes Mal suchen wir uns wieder eine schönere Stelle in der Natur. Ja, war eine Notlösung irgendwo in dem Moment. War aber okay, es war legal, es war erlaubt, alles kostenlos. Was soll's. Heute geht's weiter mit kräftigem Gegenwind. Welches ist unser Etappenziel? Kungsbacka? Ja, ich denke mal so mindestens Kungsbacka, wenn vielleicht auch noch weiter. Aber der Gegenwind ändert sich gleich wieder, weil wir gleich die Richtung wechseln werden. Von daher, Micha braucht sich gar nicht so zu fürchten. Habe ich auch nicht. Keine Angst. Weiter geht's. Ja, dann. Schönes Boot. Wir machen jetzt erstmal Frühstückspause. So, eben das schöne Wetter noch mal genutzt und kurz in die See gesprungen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier als Ostsee, Nordsee oder so bezeichnet. Schwer zu sagen. Es fließt ja immerhin schon alles irgendwie zusammen. Für die Schweden ist es einfach der Kattegat. Für uns einfach auch. Auf jeden Fall ist es wunderschön hier. Die Ölmevallakirka. Oder wie auch immer man das aussprechen mag. Kleinster Gang bei Gegenwind. Es stürmt von vorne. Wir kommen kaum voran. Schritttempo. Und es regnet. Sabine wollte was sagen. Sabine. Sabine hat Kirschen gekauft. Schmecken ganz lecker. Micha hat natürlich Süßigkeiten. Ne? Schmecken auch ganz lecker. So viel zur gesunden Ernährung. Ja, wir sind jetzt hier in Kungsbacka bereits angekommen. Unterwegs haben wir jetzt nicht mehr gefilmt. Das hat in Strömen geschüttet. Es hat ordentlich geregnet, aber wir haben Regenklamotten dabei. Alles gut, kein Problem. Ordentlich geregnet und 13 Grad nur noch. Boah, das war so kalt. Wobei, jetzt wird es schon wieder richtig warm, wo der Himmel sich aufklart. Genau, Sonne guckt durch. Wir drehen gleich noch eine kleine Runde durch die Stadt und dann geht's weiter. Hier ist gerade ein bisschen Baustelle auf dem Marktplatz. Ja, das würde ich mal als Kunst deuten. Der Baum des Lebens. Rasenmähen im Wasser, das habe ich auch noch nicht gesehen. Direkt am Radweg hier steht ein Trinkwasserhäuschen. Da kann man auf Knopfdruck frisches Trinkwasser zapfen. Schöne Sache. Im Gegensatz zu dem Weg, der hier gerade an der Straße lang führt. Ich befürchte auch, dass wir gleich wieder vom Himmel Trinkwasser zapfen können. Ja, das sieht so aus. Wir haben die Regenjacken gerade ausgezogen. Aber ja. Weiter geht's. Der Weg hat uns nach wohin geführt? Lerkil. Hier liegen ein paar schöne Felsen. Und wie es aussieht, rauscht die nächste Unwetterfront auf uns zu. Nein, die geht in die andere Richtung.
total schön hier. Es ist richtig schön hier, die Felsküste. Total cool. Ja, wir sind für heute mit Fahren durch. Wir suchen uns jetzt hier einen Schlafplatz in der Nähe dieses kleinen schönen Hafens. Mal schauen, ob wir da was finden. Der Regen scheint auch erstmal vorüber zu sein. Die Sonne kommt raus. Es ist wirklich toll hier. Ja, wir haben uns heute für ein typisch schwedisches IKEA-Gericht entschieden. Ja, selbst kochen haben wir heute mal gelassen. Wir machen nur warm, und zwar Köttbullar und Kartoffelbrei und wunderbare Preiselbeeren. Genau. Das köchelt vor sich hin und wir hoffen mal, dass es schmeckt. Genau, ich habe gerade gelesen, wir hätten gar keine Sojamilch kaufen müssen. Ist schon Milchpulver drin, aber egal. Wir machen das sonst immer, auch in Deutschland, so mit Sojamilch. Dann nehmen wir dieses Sojamilchpäckchen und füllen das nochmal mit Wasser auf. Und die Menge passt immer super für ein Paket Füllbrei. Jo. Dann hoffen wir mal, dass wir das Essen gut vertragen. Guten Appetit. Aber in der Kulisse hier schmeckt doch alles, oder? Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder im nächsten Video. Bis dahin, gute Nacht. Sag, wo wir sind. Nein, gute Nacht, Sabine. Gute Nacht, gute Nacht. Also wir sind 30 Kilometer von Göteborg. Morgen nehmen wir euch mit nach Göteborg. Ja, auf geht's, ne? Wie Micha sagen würde. Tschüss. Ja, tschüss.